Oh Mann, was ist da wohl drin? Ich öffne es. Alter, was passiert hier? Yo, oh mein Gott. Wow. Was soll man heute an einem so schönen Sonntag denn sonst machen? Außer in den Pool zu hüpfen mit einer schönen Limonade und einem guten, Secret, Mann. Was genau tust du denn jetzt schon wieder hier? Ah, Cedric, schön, dass du da bist. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen wirklich coolen Pool hast? Ja, ich finde meinen Pool auch ziemlich cool. Wow, das hat sich sogar gereimt. Aber warum genau bist du denn hier? Ist es schon wieder Zeit für eine Folge, in der wir Secrets angucken? Ganz recht, Cedric. Ich bin schon richtig gespannt. Du auch? Oh, Mann. Meinst du nicht, dass wir schon wirklich alle Secrets in Joker Poker gesehen haben, die es gibt? Oh, es gibt noch so viel mehr, Cedric. Das wirst du mir gar nicht glauben. Aber bevor wir uns die krassesten Secrets angucken können, müssen wir erstmal einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Ja, das ist ja wirklich super. Ich hoffe mal, dass alle Leute das gemacht haben. Auf jeden Fall. Los geht's. Oh, yes. Da wären wir auf jeden Fall schon. Alter, sieht das cool hier aus. Oh, hallo, kleine Taube. Hallo. Tauben können sprechen? Die meisten nicht, aber ich bin eine ganz besondere Taube. Oh, okay, na schön. Dann, gut, gehen wir mal weiter. Secret Man, was genau müssen wir uns denn hier anschauen? Hier habe ich etwas ganz, ganz Besonderes geplant, mein Freund. Und zwar, Oh, hey, Mann, guck dir den mal an. Ein alter Mann. Was für ein toller Reim. Ey, Mann, du kannst hier nicht durch. Wir sind gerade am Spielen, wie du siehst. Am Spielen? Ach, was für eine Frechheit. Ey, alles gut. Wir können doch auch kurz warten, bis ihr Spiel beendet habt. Niemals. Ich will hier durch. Ich habe wenig Zeit. Die Zuschauer werden kalt. Was? Okay. Na schön, wenn du unbedingt willst. Du darfst aber nur rein, wenn du es schaffst, einen Korb zu treffen, Mann. Nichts einfacher als das. Hey, komm schon, streitet euch nicht. Kein Problem, Cedric. Ich krieg das hin. Ich war schon mit 9 Jahren in der Meisterschaft der Meisterschaft. Oh. Haha, das wird mir klar, dass du das nicht hinbekommst. Sag mal, kannst du dich irgendwie zaubern oder sowas? Ach ja, richtig. Und. Upp. Was? Was zum Teufel war das? Das war ganz sicher schwarze Magie. Das habe ich in irgendeinem Buch gelesen. Lass uns sofort weglaufen, Mann. Ja, ganz schnell weg hier. Wow, ey, das hätte wirklich nicht sein müssen. Gut, was wollen wir hier drin? Ach, ist mir doch egal. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist ein paar Ziegelsteine, ja? Schaffen wir erstmal den ganzen Mist hier weg und dann werden wir das Ganze freisetzen. Wo war doch mal? Ah, hier, perfekt. Wir drücken der Reihe nach den ganz oben, dann den in der Mitte und dann den ganz unten. Und schon öffnet sich die Geheimtür. Basis. Jo, was? Eine Geheimbasis? Alter, das ist ja mal mega krass. Und sowas befindet sich hier in der Uni? Ganz recht, Cedric. Es gibt sicher viele Dinge, von denen du noch nichts weißt. Oh Mann, davon wusste ich wirklich nichts. Warte mal, ich muss mir das Ganze mal anschauen hier. Was kann man denn hier umstellen? Hier kann man sogar irgendwelche Hebel drücken. Das muss ich irgendwie ausprobieren. Willst du unbedingt sehen, was sich dahinter befindet? Ja, natürlich möchte ich das wissen. Dann müssen wir aber erstmal die 4 fehlenden Teile finden, um den Schalter zu aktivieren. Das wird keine leichte Aufgabe, Cedric. Sie wird gefährliche Dinge beinhalten, wie beispielsweise das Essen vom ungetoasteten Toast. Was? Das ungetoastete Toast? Das geht ja wohl gar nicht. Aber ich werde es trotzdem tun für den Schalter. Und erstmal muss ich diese Zündkerze da reinmachen. Aber wo genau sind denn die anderen von denen? Das werden wir ja mal sehen. Komm mit! Oh Mann, jetzt bin ich wirklich gespannt, was sich dahinter befindet. Was denkt ihr, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Alles klar, was genau wollen die hier? Befindet sich hier etwa die zweite Zündkerze? Vielleicht tut es das, aber ich wollte eigentlich erstmal ein Schinkenbrötchen. Hallo, wie kann ich euch helfen? Ich hätte gerne ein Schinkenbrötchen. Ein Schinkenbrötchen? Natürlich, kein Problem. Dieses hier oder das andere? Oder welches von denen hättest du denn gerne? Der hatte wohl Hunger. Ganz genau. Vielen Dank, das reicht. Wow. Ach ja, Cedric. Und da oben befindet sich übrigens die zweite Zündkerze. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr, ob das Zündkerzen sind. Sind vielleicht noch Batterien oder Leuchtstäbe oder irgendwas ganz anderes. Bezahlt er dafür auch noch? Ich habe keine Ahnung, ich kenne diesen Typen nicht. oh Gott, ja, dann lass uns das Ding auf jeden Fall mal einführen. Also dann, das zweite Stück haben wir gefunden. Ich denke mal, da es blau ist, sollten wir es auf jeden Fall bei dem grünen Ding reinmachen. Ja, genau richtig. Was? Nein! Achso, dann vielleicht doch lieber bei dem blauen. Jetzt leuchtet das Licht auch grün. Sehr aufmerksam, Cedric, sehr aufmerksam. Gut, suchen wir den nächsten. Los! Und zack, da wären wir auch schon. Woohoo! Jawohl, Cedric. Guck mal, was ich gefunden habe. Oh, ich habe es leider in den Müll geschmissen. Naja, gut. Wie dem auch sei. Hier befindet sich die nächste Zündkerze. Hier befindet sich die nächste Zündkerze in der Uni von Toka Boka? Wo genau denn? Ach, Cedric, du hast jemand, der keine Ahnung von nichts hat, sollte sich lieber von diesen höchst mysteriösen und gefährlichen Themen fernhalten. Ungetoastetes Toast! Ja, ich gehe ja schon. Alles gut. Mach du das ruhig. Also, erstmal haben wir hier einen Block. Auf dem steht ein Knopf. Und wenn wir jetzt da oben die ganzen Sachen wegmachen, dann haben wir auf jeden Fall genug Platz, um den Secret Room zu öffnen. Oh, ha, ha. Der alte, verstaubte Knacker hält
hält die grüne Zündkerze fest. Hey, das ist meine Zündkerze. Ich verwalte sie schon seit 500 Jahren und noch nie war jemand so frech, sie zu nehmen. Was? Jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Ich nehme das Ding, um das geheime Geheimnis freizuschalten. Das ist ja wirklich eine fantastische Sache. Dann kann ich endlich nach 500 Jahren meinen Job kündigen. Was? Im Ernst? Du sitzt da wirklich schon seit 500 Jahren drin? Ja, vielleicht waren es auch 500 Millionen Jahre, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber gut, endlich bin ich frei. Ich bin... Nein! Was zum Teufel? Hast du das Ding gerade wieder zugemacht? Was? Nein, das war irgendein anderer Secret, Mann. Egal, lass uns wieder zurück. Okay, dann haben wir jetzt also die Nummer 3 gefunden. Die grüne Zündkerze. Dann machen wir die auf jeden Fall auch hier rein. Top, Cedric. Wirklich gut gemacht. Jetzt fehlt nur noch eine einzige. Und zwar deine Lieblingszündkerze, die lilane Zündkerze. Die lilane Zündkerze, Alter. Oh Mann, ich bin schon so gespannt, was dahinter sein wird, Mann. Ich kann es gar nicht abwarten. Ich auch nicht, obwohl ich es schon weiß. Na gut, los geht's. Also dann, da wären wir schon. Alter, pass auf, wir sind hier gerade in die Wohnung von irgendwelchen Leuten eingedrungen. Hey, Moment mal, wer seid ihr denn? Oh, hey, tut uns leid, dass wir hier einfach so ungefragt reinkommen. Wir suchen etwas ganz Bestimmtes. Es ist ultra wichtig. Das Leben der ganzen Welt hängt davon ab. Wie, das Leben der ganzen Welt hängt davon ab? Was soll denn passieren? Was passieren wird? Ungetoastetes Toast! Ah, was? Oh mein Gott! Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, wie kann ich euch helfen? Wie können wir das vermeiden? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir suchen die lilane Zündkerze. Oder zumindest sowas, irgendwie, was so aussieht. Was? Die lilane Zündkerze? Oder sowas, was so aussieht? Hab ich sowas schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Oh, das ist echt schade. Wir brauchen sie unbedingt. Obwohl, warte mal ganz kurz. Was denn? Igitt, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Entschuldigung, das passiert manchmal, wenn ich aufgeregt bin. Um Himmels Willen. Aber ich kann euch wirklich nicht helfen. Ich weiß nicht, wo es ist. Es könnte in diesem Schrank sein. Oh, es ist tatsächlich in diesem Schrank. Gut, dass du uns das so früh gesagt hast, Mann. Okay, wir haben sie. Schnell weg hier, schnell weg hier. Ja, schnell weg hier. Ich verstehe wirklich nicht, was sie haben. So schnell bist du so... Okay, es ist schlimm. Okay, da wären wir schon mal. Sehr schön, Cedric. Nun beende das Werk und vollende die Macht des Unglaublichen, was auch immer. Oh Mann, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Ich muss unbedingt mal gucken. Aber wir kriegen das schon hin. Also dann, Leute, ganz ruhig da reinmachen. Dann öffnet sich der Schalter und wir werden das Ganze nun öffnen. Tu es endlich, Cedric. Oh Mann, was ist da wohl drin? Ich öffne es. Alter, was passiert hier? Yo, oh mein Gott. Wow. Es ist ein Roboter. Alter, was? Wie süß ist das denn? Hey, er sitzt da beim Hut. Geh runter. Bipup, bipup. Ich bin ein Roboter. Bipup. Alter, was? Guck dir den mal an. Ist der nicht süß? Oh mein Gott, ein süßer kleiner Roboter. Ein Roboter und süß? Was ist denn bei dir in der Birne kaputt, Mann? Ach komm schon, sieht er nicht niedlich aus? Naja, ein bisschen vielleicht schon. Na schön, nimm den Kleinen mit. Wir wollen uns schließlich heute noch andere Secrets angucken. Vielleicht finden wir sogar noch ein Robotermädchen. Das könnte natürlich schon möglich sein. Na gut, dann lass uns losgehen. Sehr, sehr angenehm. Sehr schön. Oh Mann, was machst du schon wieder mit dem Pool? Ah, wir sind wieder bei mir zu Hause. Cool. Ganz genau. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass die Sonne eine Sonnenbrille hat? Was? Oh ja, stimmt. Aber das ist doch nur eine ganz normale Brille. Nein, nein, Cedric, es ist eine Sonnenbrille. Verstehst du? Weil die Sonne sie aufhat. Wow. Was denn? Also, ich fand den witzig. Na gut, egal. Lass uns auf jeden Fall mal ein Klavier holen. So, dann wäre das auch schon erledigt. Was? Was wollen wir denn jetzt mit einem Klavier? Mit einem Klavier wollen wir etwas ganz, ganz Besonderes tun, Cedric. Siehst du diesen Volleyball? Ja, ich sehe ihn. Die Sonne sieht ihn und der Roboter sieht ihn. Sogar die Zuschauer sehen ihn. Aber was ist denn jetzt damit? Pass auf, Cedric. Du kannst doch Musik spielen, indem du dich an ein Klavier setzt und einfach mal ein bisschen auf die Tasten drückst und so, ne? Ja, so spielt man normalerweise Klavier. Aber ich kann ehrlich gesagt kein Klavier spielen. Ich auch nicht. Aber wusstest du eigentlich, dass wenn du einen Ball fallen lässt, dass es dann ebenfalls Musik spielt? Wow, das heißt, man kann mit einem Ball wirklich Musik spielen. Wow, wie cool. Ganz recht. Sogar wenn man hier oben den Ball reintut. Alter Vater, das ist wirklich, wirklich ziemlich witzig. Ganz recht, Cedric. Schon ziemlich cool. Allerdings würde ich trotzdem sagen, lass ich dieses Klavier jetzt mal hier stehen. Wie du das jetzt wegbekommst, ist dein Problem. Oh Mann, ich wusste es doch. Aber wir schauen uns noch ein weiteres Secret an. Los! Sag mal, Cedric, kennst du eigentlich schon meine weit bekannte Schrumpfkopfsammlung?
Richtung Schrumpfkopfsammlung? Ganz recht, hier, guck mal. Was zum Teufel ist das denn? Nimm das weg. Ach, keine Sorge, du Angsthase, das ist doch kein Schrumpfkopf. Es ist nur ein Skelettschädel. Das macht sich wirklich besser. Naja, ein bisschen schon. Allerdings gibt es diesen kleinen Schädel hier, auf dem du ein paar Sachen drauf machen kannst. Und dann hast du die ganzen Sachen in der kleinen Variation. Ist ziemlich cool, nicht wahr? Stimmt, sieht irgendwie schon cool aus. Deswegen nenne ich es ganz gerne einen Schrumpfkopf. Hier, sieh dir das mal an. Ja, das sieht wirklich cool aus, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gefallen mir diese ganzen Kostüme und so weiter nicht so wirklich sehr. Ich möchte lieber ein Baum sein. Okay, na schön, weiter geht's. Und zack, supidupi. Secret-Man, wo bist du? Oh, Secret-Man, was ist mit dir passiert? Was? Ach so, ja, kein Problem. Oh Mann, okay, wenn ich das richtig sehe, sind wir hier im Krankenhaus. Was genau wollen wir hier? Hier werden wir etwas sehr, sehr Besonderes tun, Cedric. Wir nehmen diesen kleinen Kerl hier mit. Was? Entschuldigung, dieser kleine Kerl hier hat einen Namen. Ach, mir doch egal. Oh Mann, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Leute entführen. Und ob ich das kann, ich zeige dir sogar warum. Warum? Dafür müssen wir erstmal mit ihm in den Kindergarten und ihm eine Windel anziehen. Was, eine Windel? Ich bin eine erwachsene Katze, das darfst du mir nicht antun. Und los! So, und da sind wir auch schon. Alles klar, und was genau müssen wir jetzt tun? Jetzt müssen wir dem kleinen Kollegen hier mal eine Windel anziehen. Und dafür legen wir ihn erstmal auf diesen Tisch. Hey, Moment mal. Ich habe nie zugestimmt, dass ihr das machen dürft. Sei ruhig. Hier und zack. Oh Mann, ich sehe so lächerlich aus. Ja, richtig. Und weißt du, wie das noch aussieht? Deine Brust ist jetzt durchsichtig, mein Freund. Ich kann jetzt durch dich hindurch sehen. Oh mein Gott, ich bin unsichtbar. Naja, nicht ganz. Allerdings kann man trotzdem ein bisschen durch dich hindurch gucken. Ganz schön lustig, nicht wahr? Oh Mann, das wusste ich wirklich nicht. Alter, wie witzig. Ganz recht, Cedric, ganz recht. Und denn ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Das will ich auf jeden Fall auch sagen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ab auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und bis zur nächsten Folge, Tokapoka, liebe Freunde. Haut rein und ciao!